Was war das denn jetzt? Vom Böller vom Balkon. Ja. Wie ist es, in einem Problembezirk aufzuwachsen? Ich ziehe für ein paar Tage hierhin, zum Kölnberg. Der soziale Brennpunkt am äußeren Rand von Köln, im Stadtteil Meschenich. Und wenn ich jetzt Kölnberg eingebe auf YouTube, dann sehe ich mehrere Videos, Drogen, Gewalt und so weiter. Mehr als 4000 Menschen aus 60 Ländern leben hier. Ich will aber nicht die Klischee-Reportage, in der es nur um Drogen, Kriminalität, Mord und Totschlag geht. Und das Ding ist, wo die Leiche runtergeworfen ist, gibt es sie auf einer anderen Seite auch in den Kindergarten. Und das war direkt von dem Kindergarten sozusagen. Ich will euch zeigen, was es mit Menschen macht, die allein aufgrund ihrer Adresse darum kämpfen müssen, nicht abgestempelt zu werden. Was ist los, Alexa? Anstrengend. Ich bin Alexa. Ich komme selbst aus Köln. Vom Kölnberg kenne ich auch nur die Horrorgeschichten. Im Laufe der Recherche werde ich hier übernachten. Ich will einfach ein bisschen näher dran sein und vielleicht auch Dinge besser verstehen, wenn ich einfach selber mal eine Zeit lang hier verbringe. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass ich danach direkt weiß, wie es ist, hier aufzuwachsen, nur weil ich hier eine Nacht geschlafen habe. Aber ich will einfach selber mal so ein bisschen tiefer in das Viertel hier eintauchen. Solche Brennpunkte gibt es in fast jeder Stadt. Meist waren das mal gehypte Vorzeigeprojekte. Welche Schuhe? Meine Schuhe? Jo, korrekt. Ah, danke dir. Meine Recherche beginnt mit ihm. Fernando ist einer der wenigen, die ich filmen darf. Kameras sind hier scheinbar nicht so beliebt. Fernando ist 18 Jahre alt und hier aufgewachsen. Er sucht gerade nach einer Ausbildung. Kalt? Ja. Das sind Rattenlöcher? Ja, Rattenlöcher sind das. Sie sind auch ultra tief, ne? Man denkt, da ist so ein Anaconda reingegangen, so, weißt du? Aber da sind nur Ratten eigentlich. Habt ihr viele Probleme mit Ratten und Ungeziefern und so? Ja, auf jeden Fall. Die sind überall hier. Die sind überall verstreut hier. Wow, und eine tote Ratte. Das ist eine Ratte. Krass, okay, ja gut. Also das muss man sich oft in Meschenich ansehen, diese ekelhaftigen Ratten hier. Zu Fuß brauchen wir ungefähr 15 Minuten, um den Kölnberg komplett zu umrunden. Überall sollte man allerdings nicht lang laufen. Pass auf, das ist ganz gefährlich hier, ne? Warum? Die werfen Sachen runter. Oh, ach so, also besser nicht da hingehen, oder? Ja, genau. Oh. Dass er das ernst meint, erfahre ich später. Krass, hier ist auch echt alles komplett voll, ne? Ja. Das war meine Kita. Ey, und alles einfach voller Rattenlöcher hier. Ja. Die wurde aber geschlossen. Aus Sicherheitsgründen. Der Müll ist genau da gelandet, wo die Kinder gespielt haben. Aber hier sind auch viele so Junkies, Prostitution so. Ja. Ja. Sozusagen. Man sieht die immer ab 12 Uhr, dann kommen die raus sozusagen, wie die Vampire. Was ist das denn, ne? Das ist so ein Spritzautomat für die Junkies, damit das nicht so weiter, die Krankheit weitergegeben wird. Die haben hier neue Spritzen, damit sie sich das spritzen können, das Heroin. Ach krass, okay. Es gibt sogar ein Pflegeset mit Hautcreme, Alkoholtupfer, Vitamin-C-Pulver, Kochsalzlösung für 50 Cent. Genau. Oder einfach spritzen, wenn man sich ein bisschen Heroin spritzen will. Straßenkriminalität, Prostitution, Bandenkriege. Und mit Drogen wird hier auch offen umgegangen. Ein Konsumraum, den gibt es am Kölnberg nicht, nur so einen Sichtschutz. Dahinter Feuchttücher und spritzende Mülleimer. Ja, genau. Genau hier war lange Zeit auch der Straßenstrich. Ja, und alles nur wenige Meter von den Hochhäusern entfernt. Irgendwann wird der Bereich hier aber zum Sperrbezirk. Also Prostitution ist hier eigentlich verboten. Man ist es ja nicht gewöhnt. Man sieht höchstwahrscheinlich eine Prostituierte im Puff oder sowas. Und hier sieht man die auf einfach auf der Straße. Aber ist das besser geworden, seitdem das hier so ein Sperrbezirk wurde? Mehr oder weniger, ja. Also kriegt ihr das jetzt nicht mehr so mit? Doch, die sind hier immer noch hier am Stehen, hier so zum Beispiel. In der Straße hier. In der Kreuzung hier. Ach so, die stehen meistens dann hier an der Kreuzung? Genau, richtig. Okay. Jetzt steht hier aber noch niemand. Ist ja auch erst Vormittag. Die gehen anschaffen, sonst für Drogen, für alles. Ja. Da ist auch so ein Schild, ne, mit Sperrbezirk. Genau, richtig. So viele Freier wie früher kommen jetzt wohl nicht mehr hierhin. Dafür würden jetzt aber viele einfach aufs Feld gegenüber fahren. In den 70ern sollte der Kölnberg mit seinen 1300 Wohnungen mal so ein Vorzeigeprojekt werden. Leute mit viel Geld sollten hier wohnen. Kam aber alles anders als geplant. Statt Gutverdienern kamen sozial schwächere Leute, jeder vierte hier ist arbeitslos.
Wie viele hier leben, das weiß keiner so genau, weil viele hier nicht gemeldet sind. Mittendrin die Polizei. Sie hat hier eine Station. Und abends nichts los. Fernando nimmt mich mit zu seinem Kumpel Rian. Vorher lerne ich aber seine Mutter kennen. Sie macht uns Tee. Nach Deutschland kam sie mit der Familie. 4 Leute wohnen auf 3 Zimmern. Die Wohnung kostet ungefähr 800 Euro. Und das hier, das ist Rian. Er kam mit 11 Jahren zum Kölnberg, direkt aus dem Irak. Rund 60% haben hier einen Migrationshintergrund. Und dann kamen wir auf einmal an so einem Ort, so, was überhaupt nicht mehr nach Deutschland aussieht. Für mich ist das kein Problem, aber für meine Eltern ist das ein Problem so. Ja. Dass so viele Leute schlecht über den Kölnberg reden würden, das fände er schlimm. Ist ja schließlich sein Zuhause. Ja, wenn man halt neue Leute kennenlernt, sag ich mal, dass man direkt so Abstand haben will von uns, weil wir einfach aus Köln kommen. Weil das hat ja einen ganz schlechten Ruf in Köln, Kölnberg. Er kann sich trotzdem nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Allein beim Gedanken, von hier wegzuziehen, bekommt er Heimweh, erzählt Mirian. Der Kölnberg habe ihn geprägt. Man lernt einfach so, sag ich mal, die Jugendsprache. Ja, wie geht's, Bruder? Ja, genau, sowas lernt man halt. Also ich merke das halt, wenn ich mit Leuten, die nicht so aus einem sozialen Brennpunkt kommen, wenn ich mich mit diesen Leuten unterhalte, dann merkt man, ich merke also direkt einen Unterschied zwischen mir und denen. Also jetzt bei dir geben wir uns sehr Mühe mit Reden und sowas alles. Echt? Ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Ey, musst du nicht machen. Nein, nein, alles gut, dass man da bleibt. Nee, also so meine ich das. Also, ja, das ist auch so, aber ich meine, man ist einfach von Art und Weise anders. Ja. Man ist einfach ganz anders. So. Ich versuche mich anzupassen, aber ich merke so, ich kann das gar nicht. Ich versuche mich halt anzupassen, so auf seine Art und Weise, wie der redet und so. Ich versuche halt gleich so rüberzukommen, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Dass er wegen seines Wohnorts diskriminiert wird, das passiert ihm oft. Rian ist wütend darüber und ich kann ihn verstehen. Wie bescheuert muss es sich anfühlen, genau dafür verurteilt zu werden, wo du aufwächst, finde ich zumindest. Dafür kann wirklich niemand was. Airbnb, Couchsurfing, sowas gibt's ja alles nicht. Dafür habe ich auf Facebook jemanden gefunden, der mir seine Wohnung für ein paar Tage überlässt. 29 Quadratmeter, Küche, Bad, Balkon. Für eine Person voll okay, finde ich. Aber dass hier einfach mal so eine Machete und ein Schlagring rumliegen, daran muss ich mich noch gewöhnen. Jetzt ist aber erstmal Schlafenszeit. Ich habe jetzt meine erste Nacht hier gepennt und bin auf jeden Fall auch mega müde. Aber hatte eigentlich eine super ruhige Nacht. Ich habe nichts gehört. Huch. Sowas habe ich zum Beispiel nicht gehört heute Nacht. Also war alles super ruhig. Aber ich stehe jetzt hier seit 10 Minuten auf dem Balkon und sehe einfach, wie meine Nachbarn die ganze Zeit ihren Müll runterschmeißen. Also so alle paar Minuten fliegt einfach so ein Müllsack von oben. Müll gibt's hier überall. In den Bäumen, auf den Fluren, egal wo du hinguckst. Alles so normal hier, dass selbst ich mich nach wenigen Tagen dran gewöhne und den Müll einfach gar nicht mehr richtig wahrnehme. Ich will wissen, wie es für die Leute hier ist, die zwar nicht in den Hochhäusern wohnen, aber trotzdem super nah dran sind. Hallo! Hallo! Hi! Hallo, wer bist du denn? Na, Kumpel? Wie heißt der? Beverly. Beverly? She Beverly. Ja, moin! Ja. Na, du? Sollen wir runter laufen? Ja, würde ich sagen. Komm. Michelle wohnt nur wenige Meter entfernt, in einem Haus zusammen mit ihren Eltern. Sie ist hier aufgewachsen. Michelle hat Freunde am Kölnberg und hat selbst auch ein Jahr lang als Arzthelferin dort gearbeitet. Also wir haben halt hier quasi den schlechten Teil und da ist halt quasi der gute Teil, also das Dorf, das normale Dorf quasi. Und also ich habe halt schon von vielen Ecken gehört, dass die Menschen es halt so empfinden, dass die Brüderlandstraße das so trennt quasi voneinander. Also das ist einmal so die komplette Straße, ja, genau. Die den Kölnberg vom Rest von Meschede quasi abgrenzt. Ja, genau, richtig. Also auf der einen Seite 9 Hochhäuser, auf der anderen ein typisches Dorf mit vielen Einfamilienhäusern und schönen Vorgärten. Den Weg hier, den geht Michelle jeden Tag mit ihrem Hund. Also hier liegt halt überall irgendwas rum. Wie gesagt, hier schmeißen halt viele Leute auch einfach wild ihren Müll hin. Hier liegt halt auch ein Kondom. Ja, da liegt auch ein Kondom, ja. Ja. Es liegt halt, ja, Klamotten, irgendwie alles. Jo, hier liegt auf jeden Fall auch nochmal ein Kondom. Ja. Krass. So, wir sind jetzt einfach so 4 Meter gelaufen und hier sind einfach schon 3 Kondome. Ja, die parken halt wie gesagt immer hier oder halt da hinten und dann schmeißen die halt einfach aus dem Auto raus. Finde ich auch cool. Machst du die weg jetzt, oder?
Ich muss mal gucken, ob ich noch was habe hier. Ich habe leider kein Tuch. Das ist gut. Da hinten ist irgendwo ein Müll. Ah ja, da oben ist ein Mülleimer. Ich muss gleich machen. Geht das so? Wenn Michelle Spritzen sieht, dann hebt sie sie auf, erzählt sie mir, damit sich Hunde und Kinder nicht verletzen. Ich find's krass, also beides, dass Michelle sie aufhebt und dass Leute da einfach ihre Spritzen hinschmeißen. Ich weiß auch ganz genau, wo die Spritzen herkommen. Woher? Die sind teilweise bei uns in der Praxis geklaut worden. Also vermutet sie zumindest. So, natürlich gibt's hier super asoziale Leute, aber die hast du überall. Und es ist halt schade, dass alle über einen Kamm geschert werden. Und dass sie abgestempelt wird, das passiere ihr selbst auch. Vor allem, wenn sie neue Leute kennenlernt. Also, ja, aus Mechenich und Libanon direkt so, oh, also ganz schlimmes Pflaster. Und dann haben die versucht, mir irgendwas über den Ort zu erklären, wo ich aufgewachsen bin. So, ich bin hier 18 Jahre meines Lebens gewesen. Hör auf, mir erzählen zu wollen, wie es am Kölnberg ist. Ich wohne eine Straße weiter. So, wenn du noch nie in diesem Dorf warst, versuch mir nicht zu erzählen, was hier abgeht. Das ist halt eine Sache, die mich total stört. Ich will aber ja wissen, was hier wirklich abgeht. So, ich weiß halt, dass hier irgendwie so in einem Intervall gefühlt, also alle 2 Jahre mal so was Heftiges passiert, weil sich irgendwas aufgestaut hat. Und dann ist so, ja, da ist halt jemand angeschossen worden oder da ist am Kiosk halt eine Schießerei gewesen. So, dann denkst du dir so, ja, ja. Ist halt so passiert jetzt. Was soll ich dran ändern? Ist halt so passiert jetzt. Für Michelle scheint das alles nur halb so wild zu sein. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich will wissen, ob es hier immer schon so war. Und treffe mich deshalb mit Verena Auerbeck. Sie ist Quartiersmanagerin vom Kölnberg. Hallo, Frau Auerbeck. Hi, ich bin Alexa. Hi. Hallo. Das ist Lars. Hallo. Man sagt immer, die Ärzte und Anwälte sollten hierher ziehen. Der Wohnpark im Grünen war hier das Motto. Also man sollte schön eine gute Anbindung an die Stadt haben, trotzdem noch im Grünen wohnen und man kommt ja auch schnell in die Eifel über die Autobahn. Und ursprünglich gab es ein Schwimmbad, den Tennisplatz und Müllschlucker, eine Waschanlage oder eine Waschküche für alle Bewohner. Es sollten eben schöne, schicke Wohnungen sein, weil man jetzt Mitte der 70er. Okay, stellen wir fest, tolle Vorstellung, aber die Realität sieht anders aus. Ein Schwimmbad gibt's nicht mehr, dafür wird jetzt Essen an Bedürftige ausgegeben. Die Kölnberger hat man sich mal als Gated Community vorgestellt, so war zumindest der Plan. Stattdessen knapp 45 Jahre Brennpunkt. Ein Dorf, das sich plötzlich verdoppelt. Wir haben wirklich ein 3,5-Seelendorf, in dem jetzt 3,5 Seelen noch dazugezogen sind, also die Hälfte, Hälfte. Das hat einen Integrationsauftrag mit sich gebracht, der aber eigentlich nicht mit bedacht war. Mit 3,5 meint sie 3.500. Die Stadt Köln hat den Kölnberg lange vernachlässigt, erzählen mir viele Leute, mit denen ich gesprochen habe. Jetzt will die Stadt eine Bestandsaufnahme machen, wie man mit dem Brennpunkt umgehen kann. Und es ist ja auch so, dass jetzt die ganzen Medien oder beziehungsweise viele Artikel, viele Reportagen, die stellen den Kölnberg ja relativ schlecht dar. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber was meinst du denn, was das für einen Einfluss hat auf den Kölnberg? Also wenn am Kölnberg irgendetwas passiert, ist es immer die Nachricht. Egal wie ruhig es über ein Jahr oder anderthalb Jahre war, wenn es dann wieder der Kölnberg ist, dann ist das in der Presse und wird ganz hoch diskutiert oder heiß diskutiert, weil es dann einfach so ein bisschen die ganzen Geschichten aus der Vergangenheit auch wieder hochkommen. Das hat ein Image, also hier, der Kölnberg hat ein Image, das Leben hier, Leute schauen drauf mit einem bestimmten Blick. Und man hat so ein bisschen, man erwartet eigentlich, dass hier Kriminalität vorherrscht, dass es aufwachsen schwierig ist und dass es ein Alltag ist. Also es gibt ja Berichte, da heißt es, es liegt, Kriminalität ist an der Tagesordnung. Sicher, das Klischee hat auch, also es gibt diesen Blick, weil es natürlich auch einen Grund dafür gibt. Es ist nicht einfach hier gewesen, es gab viele Schwierigkeiten, die gibt es auch immer noch, und sind nicht so präsent, aber es gibt immer noch viel, viel mehr Menschen, die hier leben, vor allem Familien, die eben darunter leiden, genauso wie jeder andere. Also es ist einfach, wir möchten auch nur einfach in Ruhe hier leben und möchten gut aufwachsen. Kann ich verstehen. So, ich habe jetzt noch eine Verabredung zum Kuchenessen. Ich bin mal gespannt, ob ich es finde, weil ich wurde schon vorgewarnt, die Klingel funktioniert nicht und Namensschilder gibt es auch nicht an den Türen.
Hallo, hi, ich bin Alexa. Ivan ist damals mit seiner Familie aus Polen hierher gekommen. Da war er 3 und das Leben war günstig hier. Vor allem bestehen die auch zu zweit hier in der Küche. Ich ist auch nicht gewohnt, so viel Besuch zu haben. Ich glaube, ich hatte noch niemals so viele Leute hier in dieser Wohnung. Ja, ganz ehrlich. Er schäme sich hier zu leben. Deswegen will er unerkannt bleiben. Als wir nach Deutschland gekommen sind, sind wir auch erstmal hier hingezogen. Und damals waren aber die Verhältnisse noch ein bisschen anders. Natürlich war es nicht wie in anderen Stadtvierteln. Es gab viele Schlägereien auf der Straße. Überall, wo viele Menschen geballt auf einem kleinen Platz wohnen, kommt es zu Konflikten. Das ist ganz normal. Das lässt sich, glaube ich, auch nicht vermeiden. Aber als ich jetzt vor 2 Jahren wieder hier eingezogen bin, habe ich gemerkt, es ist schlimmer geworden. Also warum ist dir das unangenehm zu sagen, dass du von Köln wegkommst? Weil diese Gegend einfach verrufen ist. Das heißt, du kommst vom Kölnberg, du bist asozial. Es muss irgendeinen Grund haben, dass du dort wohnst. Dort wohnt nur Gesocks. Aber wenn dir das alles so unangenehm ist, also wenn du halt hier nicht gerne wohnst und du dich halt auch wirklich nicht so richtig wohlfühlst, warum ziehst du da nicht einfach weg? Das ist eine gute Frage. Ich versuche es schon seit einer geraumen Zeit, seit ungefähr einem halben Jahr, suche ich intensiv eine Wohnung. Ich bewerbe mich. Ich komme sogar in die engere Auswahl der Wohnung, habe ich das Gefühl. Aber dann sehen sie meine Adresse. Und das ist auch so ein Stigma da, wo sie sagen, wir möchten keinen vom Kölnberg haben. Ja. Man sagt auch, einmal Kölnberg, immer Kölnberg. Ich bin berufstätig, ich verdiene relativ gut. Normal dürfte das eigentlich kein Problem sein. Es ist aber eins. In den letzten 6 Monaten habe Ivan sich auf 12 Wohnungen beworben. Nur Absagen. Es ist halt schwierig für mich im Moment was daran zu verändern, obwohl ich aktiv daran arbeite. Ja. Was war das denn jetzt? War ein Böller vom Balkon. Ja. Das hat mich echt ordentlich erschreckt. Machen die das jetzt gerade, weil wir hier auf dem Balkon stehen, oder? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Wir brechen das Film ab. Ivan erzählt mir, dass hier öfter Leute mit Böllern beschossen werden. Ich lerne Aileen kennen, spontan im Supermarkt. Sie arbeitet seit 7 Jahren hier. Weil die Menschen hier, die sind sehr sympathisch. Also man sagt ja immer so, Kölnberg und so und ne. Aber es ist umgekehrt. Wenn da irgendwie jemand krank ist, gerade bei den Türken so, dann ist dieses Zusammenhalten da. Oder wenn jemand stirbt, dann ist man immer eine große Gemeinschaft, bereit, für jemanden da zu sein. Ne, man muss halt nur seinen Charakter wissen, ne, im Endeffekt. Ich habe schon sehr viele Freunde hier auch. Ne. Es ist mir egal, ob die oben nehmen oder nicht nehmen. Weißt du? Das sind Menschen. Und was schätzt du so am meisten hier? Bei einigen die Menschlichkeit. Am Kölnberg leben, das wolle Aileen trotzdem nicht. Einfach, weil hier zu viel los sei. Rian und Fernando haben mich jetzt eingeladen, mitzukommen zum Boxen. Aber nur unter der Bedingung, dass ich auch selber mitmache. Sport gibt den beiden Halt. Beim Boxen sind alle gleich. Anders als in ihrem Alltag. Was ist los, Alexa? Anstrengend. Ich werde nicht mal ein Viertel der Zeit rum. Die Leute, die hier trainieren, die sind für Rian und Fernando wie Familie. Raus aus der einen Boxhalle, rein in den anderen Boxclub. Ich treffe mich mit Sandra. Sie gibt auch Boxunterricht am Kölnberg, hauptsächlich für Kids. Und ich frage mich, ob das Boxen nicht auch dazu beiträgt, dass Gewalt hier ein Thema ist. Hallo. Nö, eigentlich nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe eher das Gefühl, oder beziehungsweise ist ja sowieso so, dass Boxen nichts mit Gewalt zu tun hat. Also die Gewalt, die ich irgendwie zu Hause erlebe, ist ja nicht die Gewalt, die ich im Ring austrage. Also das habe ich denen von Anfang an gesagt, so jemanden stumpf wegboxen kann ja jeder, dafür braucht man nicht zum Training gehen. Ich frage Sandra, was sie denkt, wie ihre Boxschüler den Kölnberg wahrnehmen. Für die ist das ganz normal irgendwie. Die haben auch nicht das Gefühl, dass sie, also zumindest
erlebe ich das so. Die denken nicht, dass sie anders sind, dass sie benachteiligt sind oder sonst was. Sie sind hier und sie sind glücklich. Ich weiß auch gar nicht, ob denen so klar ist, dass der Kölnberg gar nicht der Rest der Welt ist, ne? Sondern dass es da noch viel, viel mehr gibt. Und ja, finde ich eigentlich ziemlich schön, weil es alles ein sehr, sehr normaler Umgang ist. Wie fühlst du dich da? Ja, wenn man den, glaube ich, unvoreingenommen irgendwie gegenübertritt, dann kriegt man auch erstmal nicht zurück, ne? Also außer Freundlichkeit. Also bis jetzt hat mich jeder gegrüßt, mich hat auch keiner blöd angemacht, auch weder als Frau noch als Mensch. Das war nie ein Problem und genau, eigentlich ganz im Gegenteil. Ich fand es eigentlich sehr nett. Also es ist halt ganz schlimm, dass überall Ratten sind, das ganze Müll. Ich finde es für mich selber total bedrückend und ein sehr beklemmendes Gefühl, dass die Menschen dort einfach vergessen werden, dass sie sich selbst überlassen werden, dass es ständig über die Gewalt und die Frustration, die es da gibt, irgendwie geurteilt wird, dass die Medien voll davon sind, aber keiner auch was daran ändert. Weil wenn die einfach nur die Möglichkeit haben, mal 1-2 Stunden nicht darüber nachzudenken, was sie alles nicht machen dürfen und wer die alles nicht sind, sondern einfach mal zu sein, was sie sein wollen, dann ist das eine riesen Chance für alle Beteiligten. Es sei schrecklich mitzubekommen, wie sehr die Menschen hier diskriminiert würden. Ich treffe mich nochmal mit Fernando. Für ihn hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Früher, als wir hier gekommen sind, war das ganz anders. Also wir haben zu viele Personen in einem Zimmer geschlafen, gewohnt. 10 Leute in einer Einzimmerwohnung. 3 Monate hat er so gelebt, erzählt er mir. Er kenne viele, die hier immer noch genauso wohnen würden. Mehrere Leute, die haben ja keine Möglichkeit. Die sind ja froh, dass sie von Irak oder von Dings geflüchtet sind, dass sie überhaupt hier sind. Ja. Das ist das eine. Für die anderen ist das gar nicht selbstverständlich, aber für die ist das das Paradies sozusagen. Und dann frage ich ihn noch, ob er mal weg will von hier. Das habe ich mir vorgenommen sozusagen. Ja? Ja, für die Eltern halt. Das ist ja ziemlich schlecht. Oder für die kleinen Geschwister, die gehen hier spielen. Passiert irgendwas Schlechtes, viel Verkehr, enges Raum. Ja. Fährt mal über die Straße, dann ist es passiert sozusagen. Was er damit meint, hier zu leben, kann auch gefährlich sein. Wie es ist, in einem sozialen Brennpunkt aufzuwachsen, davon habe ich in den letzten Wochen einen Einblick bekommen. Ich habe das Gefühl, dass es dich prägt, wenn du am Kölnberg wohnst, also deine Art und deine Einstellung. Der Kölnberg ist voll mit Vorurteilen und das bekommen die, die hier leben, zu spüren. Klar, jedes Klischee hat auch irgendwo seinen Ursprung und am Kölnberg läuft echt einiges schief. Aber aufgrund deines Wohnorts als Mensch diskriminiert zu werden, das finde ich schlimm, weil wirklich niemand was dafür kann, wo er aufwächst. Wie ist das bei euch? Wurdet ihr schon mal wegen eures Wohnorts diskriminiert? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich verlinke euch auch hier den Film von meinem Kollegen Alexander Tieck. Der hat was über das Bahnhofsviertel in Frankfurt gemacht.